Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter. Ja, okay, komm mit mir. Komm mit mir. Ja. Was will er bei diesem verlassenen Haus? Weißt du nur, was ich dir erzählt habe? Ich hatte einmal eine Familie. Vater, Mutter und eine kleine Schwester. Und das ist, wo wir lebten. Haha, man könnte sogar sagen, dass wir reich waren. Kaum zu glauben, oder? Wenn diese Nacht nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch gut leben. Wenn diese Nacht nicht gewesen wäre, wäre meine Schwester noch am Leben. Sie wurde abgeschlachtet. Ich war zu spät angekommen. Ich glaube, wenn ich auch dort gewesen wäre, wäre ich mit ihnen getötet worden. Hör mal, Roxas, das Buch kann Wunder vollbringen, oder? Könnte es sie zurückbringen? Könnte es Minja zurückbringen? Ich wusste es. Keine Chance, oder? Warum nicht? Du solltest doch Wunder vollbringen. Verdammt. Verdammt! Du willst nicht einmal die einzige Bitte von einem Freund erfüllen? Bitte, verdammt, ich mache alles, was du willst. Verdammt! Warum nicht? Verdammt! Tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen. Vergiss, was ich gesagt habe. Bis bald, oh, so große Heldenstern von Kalaila. Ah, das ist schon irgendwie, ach, richtig schlimm. Seine Schwester wurde abgeschlachtet. Seine Eltern auch und... Boah, das ist einfach traurig. Ach, verdammt. Und das ist die Schwester. Ich zeig dir auch mal die Puppe. Vielleicht sagt sie irgendwas dazu. Puppe. Reden. Wie Rex, mein großer Bruder. Tut mir leid, Minja weiß nicht, wovon du sprichst. Übrigens, Doran hat nach dir gesucht. Er sah wirklich extrem besorgt aus. Okay. Sie kann sich nicht mal daran erinnern, dass Rex ihr Bruder war, aber warum? Irgendwas muss wohl passiert sein. Doran war der hier, das weiß ich noch. Reden. Roxas, es gibt übrigens etwas, das ich dir sagen wollte. Ein Mädchen gab mir einmal die Blume, die ich immer auf meinen Hut trage. Sie hieß Minja. Ja, sie war die kleine Schwester von Rex. Ich konnte Minja nicht retten. An diesem Tag brachte ich ihr zur Dank einen Kuchen. Es war ihr Geburtstag. Ich schlich mich in ihr Zimmer, um sie zu überraschen, und versteckte mich in ihrem Wandschrank. Aber an dem Tag passierte etwas anderes. Ich hörte ihre Familie schreien. Es war furchtbar anzuhören, ich wusste nie, was passierte. Aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, herauszukommen. Als es ruhig wurde und ich die Schranktür öffnete, lag sie da. Ihr Körper war kalt. Ich fühlte mich völlig hilflos. Es war erbärmlich. Hey Roxas, warte! Dann sah ich ihn. Ich sah, wer es war. Aber ich wollte meinen Augen nicht glauben. Ich konnte es nicht akzeptieren. Ich hatte zu sehr Angst, aber es zu glauben. An dem Tag sah ich den Schatten eines Mannes, der dort stand. Er hatte zwei Schwerter, genauso wie mein Vater Gustav. Der Schuldige war vielleicht mein Vater Gustav. Roxas, ich flehe dich an. Du musst mit mir kommen, wenn ich meinen Vater konfrontiere. Ich muss die Wahrheit wissen. Ja, danke. Warte, wenn das Gustav war, dann bringe ich ihn um. Duran, Roxas, das ist aber eine seltene Überraschung. Vater, es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Was? Duran, wie konntest du... Wie kannst du deinen eigenen Vater einen solchen Verbrechen verdächtigen? Aber ich habe es gesehen. Ich weiß, dass du das warst. Du Narr. Was? Komm zum unterirdischen Ausbildungsplatz. Worte alleine reichen hier nicht aus. So sei es. Vater, wenn ich gewinne, musst du mir die Wahrheit sagen. Okay. Ach, aber das war ein schneller Sieg. Nein, ich bin noch nicht fertig. Okay, gut von ihm. Scheiße, gewinn da verdammt! Ich werde nicht wegrennen. Was ist Roxas? Bist du hier, um meinem törichten Sohn zu helfen? Ja. Ach, ihr seid alle Narren. Greift mich an. Warte, der ist mein Meister? So ein Spasti ist mein Meister? Boah, den bring ich um. Den Bastard bring ich um. So, so, so. Okay, komm her. Okay, gekontert. Ich bring diesen Bastard um. Der hat ein kleines Mädchen abgeschlachtet. Was los mit dem Macker? Was ist los mit dir, du pädophiles Arschloch? Ich bring dich um. Ich hoffe, du stinkst Wut jetzt auf ihn.
Ja, besieg du scheiß Spasti. Was bringst du ein kleines Mädchen um, du Bastard? Elender Spasti, ich bring dich um. Spasti. Boah, da regt mich hier so doll auf. Ja, lieg auf den Boden, du Bastard. Ich hab verloren. Roxas Duran. Es stimmt, ich war dort. Dieser Ort war das Heim meines lieben alten Freundes, des Diplomaten von Kalaila. Er hatte den Friedensvertrag mit Prinz Waldo des Reichs vorgeschlagen. Aber es gab auch jene, die sich dieser Idee widersetzten. Er rief nach mir, aber es passierte, bevor ich ankam. Es war das Werk von Monstern. Ich weiß nicht, wer sie sandte. Ich tötete die übrigen Monster und suchte nach demjenigen, der dahinter steckte. Das geschah an dem Tag, an dem Prinz Waldo bei einem Anschlag fast ums Leben kam. Es war alles eine Verschwörung, um einen Krieg anzustiften. Duran, du bist nicht der Einzige, der sich an den Tag hilflos fühlte. Der Gedanke an diesen Tag brachte mich dazu, mein Können noch zu verbessern. Hä? Seitdem schämte ich mich für meine Hilflosigkeit und misstraute meinem Vater. Aber ich kann nicht so weitermachen. Ich weiß, was ich tun muss. Das stimmt, ich muss Rex davon erzählen. Danke, Roxas. Ich fühle mich jetzt stärker. Ich werde ein echter Held werden und nie mehr die verlieren, die ich liebe. Ach so. Du kannst entfernen, ändere seine Titel zu brillant und schwach zu entfernen. Okay, das mache ich mal kurz. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt ist ein brillanter junger Mann Duran. Okay, jetzt haben wir das auch gemacht. Reden. Okay, jetzt haben wir ihn auch verändert. Gut gemacht. Blitzmeldung. Wie Königskobold gesichtet in den Grana-Ebenen und Dreiwegruinen. Königskobold? Da will ich doch gleich mal hingehen und die mal abschlachten, diese Bastarde. Aber davor gehen wir mal zu Rex und erzählen mal die schlechte Nachricht, die wir erfahren haben. Boah, das ist echt traurig. Welche Bastardmonster haben das gemacht? Okay, da sagt er nichts. Okay. Und du? Reden? Okay, der sagt auch nichts dazu. Egal, ich gehe mal zu der Grana-Ebene. Vielleicht waren das auch diese Bastarde, die die Leute umgebracht haben. Gucken wir mal. Aber wo genau in der Grana-Ebene sind die denn? Bei der Dreiweg-Ruine weiß ich schon. Aber wo? Ach so, hier bin ich gelandet, okay. Hier sind die wohl nicht. Sind die hier? Anscheinend auch nicht, okay. Wo zum Teufel sind die? Hier nicht. Vielleicht hier. Du auch nicht, oder warte, vielleicht sind die da oben? Kann es sein, dass die da oben sind? Nein, okay, merke ich mir. Okay, aber wo sind die jetzt? Boah, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die der? Okay, da kommen gleich drei diese Kobolds-Könige. Da kommen die jetzt. Schau mal, das ist der Monsterboss. Sie nennen ihn den Königskobold. Das wär's. Zeit, das Gesindel aus dem Weg zu räumen. Ey, der Fettsack sieht so witzig aus. Nicht den. So, Karte bitte. Warte, wo ist der Königskobold? Den will ich mal töten. Der sieht sowieso schon witzig aus. Wo ist der? Ah, da ist noch einer von denen. Was ist das, der? Der Königskobold hier? Nein, so ein Fettsack wieder. Aber, boah, wie fett muss man sein, Leute? Habt ihr nur den Goldschmuck an seinen Arm gesehen? Der denkt wirklich, er wäre irgendwas. Boah, okay. Jetzt kommt der Fettsack. Oh nein, er ist ein Unbesiegbarer, verdammt. Okay. Okay. Ah, verdammt. So. Ich werde jetzt seinen Code ändern und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich habe das geändert und er hatte gar keinen Code oder so, er war nur ein König mit sehr viel Gold. Und, ach du Scheiße,
Fick dich. So. So. Okay, das stirbt noch nicht. Jetzt bist du aber tot, oder? Okay, immer noch nicht. Nochmal. Okay, nochmal. Okay, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Wir haben gewonnen. Du hast alle Monster besiegt. Königskobold. Ja, und was kriege ich dafür? Ja. Okay. Und was ist das? Noch ein Rezept, okay. Ja. Och, du Scheiße, das wird zu lange dauern. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, kein Bock drauf. Nee, 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 nee. Das ist eine bestimmte, eine heftige Waffe für... Warte, für was kann es denn sein? Für das Schwert vielleicht oder für irgendeine andere Waffe? Die ultimative Waffe vielleicht, aber jetzt will ich die nicht machen. Das dauert mir etwas zu lange, Leute. Das dauert einfach zu lange. Boah. So ein fetter König mit sehr viel Gold. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Aber diese Speere und so, die werde ich alle noch machen, aber momentan nicht, weil ich schon kaputt von diesem Puppenrätsel war. Und wenn das jetzt noch kommt, dass es noch größer ist. Nee, 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 Leute, so nicht hier. Kein Bock. Hä? Okay. Wieso kommt da nichts? Hm, okay. Aber sie kann ich doch auch bestimmt heilen, oder nicht? Wenn Olli auftaucht, muss ich vielleicht gegen sie kämpfen. Okay, die sagt nichts. Ich gehe mal einfach hoch und guck mal die Gegend an. Reden. Fick dich, du geldgieriger Bastard. Ich hasse dich. Ja, was kann man jetzt noch machen? Reden. Okay, aber ich gehe jetzt mal zu so einem verlassenen Haus. Vielleicht sagt er irgendwas dazu. Verlassenes Haus. Und hier wurde sie abgeschlachtet, okay. Was kann ich noch machen? Leute, was kann ich noch machen? Was hast du zu sagen? Okay, nichts. Du, was sagst du dazu? Na, ich erzähle dir später etwas davon. Ja, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Verdammt! Wir haben schon fast mit jedem Vollidioten hier gesprochen. Was kommt jetzt? Roxas, wo bist du nur gewesen? Ich will nicht nach dir suchen müssen. Hä? Was verstehst du denn da einfach so rum? Du, ja genau du! Und was mit unseren Versprechen? Erzähl mir nicht, du hast es vergessen. Mach dich bereit für eine Abräumung bereit. Achtung, du darfst deinen Fokus nicht verlieren. Du hast doch noch ein kurzes Leben. Genieß es. Also gut, jetzt komme ich. Ja. Aua! Was zum Henker? Was denkst du dir da eigentlich? Wie kannst du eine Dame schlagen? Du, ey, du wolltest doch ganz gegen mich kämpfen. Was heißt, ich hätte es ernst gemeint. Sei doch nicht blöd. Aber du bist sehr, als ich für möglich gehalten hätte. Von daher... Ich muss mich dir gegenüber nicht erklären, Zeit wie eine Revanche. Lady Sophie, da steckt ihr also. Euer Vater ruft nach euch. Er braucht eure Hilfe bei etwas. Wie bitte, mein Vater? Nun denn, sag ihm, ich werde gleich bei ihm sein. Okay. Ich schätze, dieses Mal kommst du noch davon, aber beim nächsten Mal gewinne ich. Verstanden? Das heißt, wir werden uns wiedersehen. Ja, ich verfolge dich jetzt mal und guck mal nach, was der Vater von dir will. Ne 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 ne. Reden? Okay, da sagt nichts. Du? Ja. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.